Guten Morgen zusammen. Die Balkontür ist ganz auf. Ich weiß, ich bin der, der sie gerade aufgemacht hat, aber ich wusste nicht, was so kalt ist. Oh. Machen wir sie doch mal wieder zu. Genug gelüftet. 20 Sekunden reichen auch. So, stellen wir uns mal wieder hier hin. So schön Sonne im Gesicht und so. Ich werde wieder blind. Guten Morgen zusammen. Es ist... Ich sollte mir einfach angewöhnen, vorher nachzugucken, wie viel Uhr wir haben. Damit ich nicht hier immer stehe und sage, wir haben 5 vor 9. Aber wir haben 5 vor 9 Uhr morgens. Ich bin schon eine Stunde wach. Habe schon eine Maschine Wäsche drin. Werde jetzt gleich in Ruhe frühstücken. Werde mich heute Mittag mit einer Freundin treffen. Und wir gehen zusammen mensen. Und dann werde ich heute Nachmittag wieder zu meiner Family nach Essen fahren, wegen dem Krankheitsfall, wo es jetzt heute Vormittag eine OP geben wird. Und wenn alles gut läuft, war es das tatsächlich. Wenn alles gut läuft, dann war das jetzt einfach eine kleine OP und alles ist gut. Ich meine natürlich dann immer noch... gibt es halt generell ein erhöhtes Krebsrisiko und Vorsorgeuntersuchungen und die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht an einer anderen Stelle Krebs auftaucht, ist auch sehr erhöht. Aber es gibt wohl keine Metastasen. Der Tumor ist nicht so groß wie befürchtet. Ja, das wäre dann... Oh Gott, wirklich, ich hoffe es. Ich fahre heute am späten Nachmittag halt nach Essen, wenn die OP gelaufen ist und wenn die Person dann wieder aus dem Aufwachraum zurück ist und auf Station und sich ein bisschen erholen konnte von der OP, fahre ich halt nach Essen und statte mal einen kleinen Besuch ab und guck mal, was da so los ist. Oh, wäre das super, ehrlich. Egal, ansonsten werde ich eventuell, ich spiele mit dem Gedanken, gleich ein Themenvideo aufzunehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber eigentlich bräuchte ich dafür ein bisschen Hilfe und ich bin im Moment alleine. Ich weiß, viele YouTuber machen das alleine, aber ich, ich bräuchte dafür gerade einfach ein bisschen Hilfe quasi in Kamerakind und ich muss mal überlegen, wie ich das anstelle. Ich will jetzt aber wieder mehr Themenvideos produzieren und, weil irgendwie ist dieser Channel jetzt so in den letzten 5 Wochen einfach zu einem Daily Vlog Channel geworden und das möchte ich nicht. Muss auch mal wieder ein Nerdstuff-Video machen. Also was heißt muss, ich möchte. Muss halt nur den Arsch hochkriegen. Bla 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 bla. In diesem Sinne einen guten Morgen. Ich gehe frühstücken. Ich hatte jetzt heute sogar schon relativ produktiven. Wir haben gerade mal 11 Uhr. Ich habe den Daily Vlog geschnitten. Der ist in ein paar Minuten fertig hochgeladen. Das heißt, der kommt heute vor 12 Uhr mittags. Und damit... Also der ist in 10 Minuten online, das heißt, der kommt einfach mal 13, 14 Stunden her, als er sonst gerne mal online ist. Ich habe da noch direkt eine Episode für F-Word Gaming fertig gemacht. Ich habe eine Maschine Wäsche gewaschen, ich werde jetzt gleich duschen gehen. Ja, kann man sich gefallen lassen, so einen Tag. Habe ich nichts gegen. In diesem Sinne, ich sage immer in diesem Sinne. Es ist jetzt mal nicht in diesem Sinne, es ist in jedem Sinne außer diesem Sinne. Ich freue mich gleich auch einfach auf die Mensa. Ich habe Hunger. Mahlzeit! Es ist 3:45 Uhr. Ich fahre jetzt nach Essen und ja, werde mal nachhorchen, wie die OP gelaufen ist. Ich habe schon per SMS Bescheid bekommen, dass es wohl gut verlaufen ist, aber ich interessiere mich natürlich für Details und... Ich werde jetzt mal nach Essen zu meiner Family fahren und eine Stippvisite im Krankenhaus machen und mal gucken, wieso die Lage ist. Yep. Deswegen jetzt ist auch in den letzten Stunden nicht so viel Spannendes passiert. Ich war halt in der Mensa. Ich hatte kurz jemand für ein bisschen Nachhilfe hier. Ja, so ist das manchmal, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum ich so geredet habe. Es ist manchmal so im Leben, ne? Ja, ich bin gerade auch ein bisschen in Gedanken, von daher, wir sehen uns später.
Oh, das ist voll dunkel. Ich weiß, ich werde es einfach nachträglich aufhellen. Wir werden einfach das Licht anmachen. Nein! Es ist doch alles okay. Außerdem. Das ist dein Stil. Ja, das ist echt mein Stil. Es muss immer mindestens eine Sequenz geben, die aufs Schrecklichste aufgehellt wurde. Ich habe schon wieder sehr betoppert. Das letzte Mal. Du wäschst dich einfach nicht. Jetzt ist das Geheimnis raus. Ja, auf jeden Fall. Ja, hallo. Ich dachte, ich sag mal jetzt. Ich rede auch mal mit denen. Ich bin gerade bei meiner Schwester. Da ist Schwester. Da ist Jay Dizzle. Ja. Oh yeah. Wie geht es meinen beiden Lieblingsgrazien? Also die Steffi ist schon voll weit bei Dragon Age, ich muss sagen. Respekt. Und wir haben heute einiges geschafft. Also Steffi macht das allein. Du würdest ja niemals irgendwie was für sie spielen oder so, ne? Nein, weil wo wir im Inventar geguckt haben, bei den einzelnen Figuren aus meinem Team und sie mal, warum hat der keine Schuhe? Warum hat der keine Schuhe gegeben? Ja, und ich so, oh, ich kann das. Naja, standardmäßig haben die Schuhe an. Ich weiß nicht, warum die keine Schuhe bei Jan haben. Die habe ich verkauft, damit wir uns was zu essen kaufen konnten. Also wir fassen zusammen. Der Tag bestand heute darin, dass Dragon Age Charaktere Schuhe bekommen haben. Ja, ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Es war ein erfolgreicher Tag für die Welt. Möchtet ihr sonst etwas Kreatives zu meinem Vlog beitragen? Bitte nochmal. Danke. Judith hat Adventure Time Socken von mir bekommen. Und ein Adventure Time T-Shirt und ein Call of Duty T-Shirt. Wenn die Steffi an mich gedacht hat. Ja. Die T-Shirts hat sie selbst bezahlt, aber die Socken habe ich geschenkt. Sehr schön. Jetzt wissen wir da auch Bescheid. Und ich habe ein Batman-T-Shirt. Ja. Hast du schon festgehalten, dass die schlechten Neuigkeiten... Ja, die, jetzt muss ich das wieder personenneutral und die schlechten... Ich muss gerade an Helden in Strumpfhosen denken. Verfangen Sie es aber ein bisschen fröhlicher. Ja. Und dann hat er uns doch vermöbelt. Ja, wenn es einen unpassenden Moment gibt zu lachen, dann doch, wenn man gerade über die schlechten Neuigkeiten redet. Ja, auf jeden Fall, sie sind gar nicht so schlecht. Die OP ist gut verlaufen. Morgen muss nochmal eine kleine Nach-OP stattfinden. Aber mit etwas Glück sind wir dann durch mit dem Thema. Mit etwas Glück, ja, was schön wäre. Ja, wir wären sehr erleichtert. Ja. Ja, später. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist 9:45. Ich werde jetzt gleich ins Bett gehen. Ich werde nicht jetzt gleich ins Bett gehen. Ich werde jetzt aber den Vlog für heute beenden. Ja, heute der Krankenhausbesuch und so, das hat mich schon beruhigt. Das klingt jetzt alles doch mal ein bisschen optimistisch und der erste Schock ist verdaut und mit etwas Glück können wir Montag tatsächlich sagen, wir haben das Schlimmste überstanden und wir sind auf dem Weg der Besserung. Ich bin gerade richtig müde, ich fühle mich gerade richtig erschlagen, deswegen beende ich jetzt auch für heute den Vlog, bevor ich noch vergesse zu vloggen. Ich weiß gar nicht, habe ich heute gerülpst? Moment. Bäuerchen. Dieses Bäuerchen geht an Judith. Ich glaube, ich werde von jetzt an jedes Bäuerchen jemandem widmen. Ja, das werde ich jetzt und nachdem ich letztens schon eins Dominik gewidmet habe, geht das Bäuerchen von gerade an Judith. Viel Spaß damit, es ist auf ewig dein. Und ich sage euch gute Nacht. Schlaf gut, wir sehen uns morgen früh.